Ja, nein, ja, nein, ja. Alter. Ja Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt mal wieder ein neues Hacker-Kit bzw. ein paar neue Hacker-Kits. Ich habe mir ein paar ausgesucht und ich zeige sie euch und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich bin jetzt auch genickt, deswegen habe ich so eine komische Hand. Und das ist das erste Hacker-Kit. Wir haben hier direkt schon mal so ein Speed, also wir haben Schnelligkeit, Extra Energie 3, Absorption und Regeneration. Und dann seht ihr hier, wir haben ein Schwert, das werde ich jetzt auch zensieren. Das steht sein YouTube-Kanal drauf, also von dem, der das gemacht hat, das hat er mir geschickt. Aber ich will die Kits natürlich nicht öffentlich machen, deswegen versuche ich so gut wie möglich zu zensieren. Falls es irgendwo im Video vorkommt, dann ist es halt so. Aber nun gut, wir haben hier auf jeden Fall Schärfe 2 und Haltbarkeit 3 drauf. Da haben wir eine Gommelrod, einen normalen Bogen, wo nichts drauf ist, 4 Pfeile. Und den Rest, Leute, den werdet ihr jetzt sehen. Bis jetzt ist da ja noch nicht was so Besonderes drauf. Wir klingen jetzt hier drauf und werden in eine Runde TP. Da müssen wir natürlich gegen einen kämpfen. Und ihr seht jetzt, Leute, das Erste, was wir machen müssen, wir haben einen Bogen an. Das darf man natürlich nicht anhaben. Dann haben wir noch ein Schwert an und das packen wir auch weg. Wir ziehen uns das aus, weil es gibt natürlich auch Leute, die gucken vielleicht nicht zu. Okay, er hat's gemacht. Und ja, jetzt können wir halt ganz normal gegen ihn kämpfen. Da ist auch Unendlichkeit auf dem Bogen drauf. Das heißt, das können wir voll und ganz ausnutzen. Ich kann euch mal den Bogen kurz zeigen. Stärke 5, Schlag 2, Haltbarkeit, Flamme und Unendlichkeit. Und ja, das heißt, das ist natürlich sehr, sehr OP. Und der Gegner ist richtig, richtig schnell down. Ich hoffe natürlich, ich werde nicht direkt wieder gebannt oder sonst was. Was ist mit dem denn los? Da chillt er da unten. Okay, ich muss natürlich erstmal wieder die Sachen hier ausziehen. Das wäre ein bisschen vorteilhaft. Der Bogen zieht auf jeden Fall eine Menge ab, Leute. Das müssen wir beachten. Und wir müssen so gut wie möglich mit dem Bogen treffen, weil das, der ist wichtig. Also ist einfach so ein kleines Fun-Kit. Ist mal was anderes. Ist jetzt ein bisschen spielen, ohne dass es ist wie immer. So, wisst ihr? Das ist einfach so, ist einfach so ein Kit, was ganz, ganz lustig ist und was mal ganz lustig sein kann. Okay. Und da ist er jetzt auch schon down, hoffentlich. Komm, komm, komm. Ja, Mann, nächster Kampf auch gewonnen. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach noch ein anderes Kit. Okay, Leute, wir sind zurück. Ich habe ein zweites Kit für euch. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Und es ist ein Crash-Kit. Die sind, glaube ich, nicht erlaubt auf dem Mod. Ja, da gab es ja eine Story vor kurzem. Aber es ist Entertainment. Ich lasse das Kit natürlich nicht drin. Ich habe das jetzt... Für einen Kampf werde ich es drin haben. Ich will es nur testen, liebe Leute. Wir dürfen es nicht behalten. Alles klar. Mein Kit wurde nicht gespeichert. Es beinhaltet unerlaubte Items. Hier war eigentlich alles ganz normal. Alle Sachen, nichts Besonderes. Außer hier genau in der Mitte dieser Ofen. Da steht einfach drauf, der Ofen crasht in Minecraft. Hä? Aber wenn das so wäre, dass es wirklich Gegner verarschen sollte oder so, das Kit, ne? Wieso schreibt man denn da drauf, der Ofen crasht in Minecraft? Hä? Dann benutzt doch keiner den Ofen. Okay, Leute, jetzt haben wir ein weiteres Kit am Start. Ihr seht direkt, es sieht sehr, sehr komisch aus. Und es sieht sehr, sehr cool aus. Wir haben hier dreimal eine Chestplate an. Das ist eine grüne The Legend of Zelda Chestplate. Also eine mega OP grüne Chestplate. Und ja, da haben wir Schutz 5, alles auf 5, was gar nicht geht. Hier natürlich Rubine und Diamanten, ganz klassisch. Dann gibt es hier noch Pfeile. Epona, wir haben Epona, Leute. Interessant ist dann natürlich, was wir hier unten noch alles haben. Da fängt es direkt mit dem Schwert an. Guckt euch das an. Alles klar, genau. Das sind alles meine Lieblings-Enchantments, Leute. Die mag ich richtig gerne. Beim Bogen genau dasselbe, das sind wirklich Enchantments, die kann ich euch nur empfehlen. Phasen's Rod, also das ist jetzt schon wieder ein Grund, das Kit nicht zu spielen. Grüße gehen natürlich raus an Phasen. Moin moin. Dann die Mega OP Angel mit den besten Enchantments der Welt. Dann zwei Tränke, die bringen beide das gleiche. Plus 4 Herzen, 3 Sekunden Regeneration und 2 bis 3 Herzen Heilung. Ein goldenen Apfel und ein bisschen Werbung, das war's. Aber die blende ich jetzt nicht ein. Nicht, weil ich den nicht pushen will, sondern weil es der Name von dem Kit auch ist. So, mal gucken. Jetzt ist die Frage, kommen wir mit dem Kit raus? Ja! Nice, wir kommen mit dem Kit raus. Das ist sehr, sehr nice. So, wir wurden tippet. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir das Ganze an? So, ist der Elfenbogen auf Unendlichkeit? Das weiß ich jetzt natürlich gar nicht. Lol. Ah, nice. Ne, wir verlieren Pfeile. Das heißt, er ist nicht auf Unendlichkeit. Und der Typ ist AFK. Kann das sein? Alles klar. Okay, jetzt aber, Leute. Alter, wie wenig Fallschaden wir bekommen haben. Und das, obwohl wir nur ein Chestplate anhaben. So, da oben ist unser Gegner. Ich glaube, er guckt sich gerade das Kit ein bisschen an. Das ist King Yong Pet. What the gosh? Er hat sich Epona gespawnt. Okay, wie viel Herzen macht das Ganze Schaden? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich glaube, er ist aber low. Oh man. Jetzt weiß ich aber wenigstens, dass die Tränke fake sind. Okay, ich probiere es trotzdem mal aus. Trank der Heilung steht da drauf und da steht da drunter, was das macht. Okay, kurze Lex. So, aber nein, wir bekommen Schaden dadurch. Das war natürlich jetzt nicht so schlau.
Zwei Herzen, schade. Okay, Leute, ich habe jetzt nochmal spontan ein kleines, aber feines Turnierchen gestartet, wie immer. Wir zocken erstmal so ein paar Hacker-Kits oder ich zeige euch was. Die sind jetzt alle rausgenommen. Ich habe 2 Runden mit jeder gespielt und keiner war sauer und sonst was. Wir spielen mit einem ganz normalen Kit. Also wir haben nur ein Steinschwert, eine Angel und eine Full-Iron-Rüstung, also nichts Besonderes. Und müssen gegen einen Gegner 2-mal gewinnen. Das heißt, ich habe jetzt einmal gegen ihn gewonnen und muss jetzt auch nochmal ein 2. Mal gegen ihn gewinnen. Das heißt, es wird sich ein bisschen hinauszögern, aber ich bin gespannt, weil... Ich will natürlich Turniere immer gewinnen und wir haben den ersten Kampf schon mal gewonnen. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Okay, wir spielen gegen King Junge Pet. Was ist denn da los? King Junge Pet, 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 Pet. Hoffentlich ist er so genauso schlecht wie Pet. Weil Pet ist easy, Leute. Das müsst ihr euch merken. Nein, Spaß. Pet ist der Beste. Grüße gehen raus an dich. Ersten Kampf gewonnen. Okay, jetzt beginnt der zweite und ich bin gespannt. Fallschaden ist natürlich an. Alles klar. Und Beats ist noch so dumm und springt nicht ins Wasser, sondern auf den Boden. So, jetzt muss ich entweder regenerieren oder ich gehe Risiko ein. Das ist die Frage. Okay, komm, Risiko. Ich meine, wozu lebt man? Wozu lebt man? Oh mein Gott. Nein, fuck man. Wieso Risiko? Was machst du da, Beats? Ja, ganz kurz geleckt. Das hat mich ein bisschen irritiert. Okay, aber jetzt müssen wir alles geben. Ich meine, ist zwar noch Quali, aber... Hä, ich kann ihn irgendwie nicht mit der Angel hitten. Seht ihr das? Die geht immer durch. Aber doch, jetzt geht's. Beats, nur weil du kein Aim hast? LOL! Als ob! Das war doch nicht le... Hä? Also... Das... Also, Leute, ich will nicht direkt jetzt wieder als Hacker betiteln oder so andere, ne? Aber was der kurz für eine Range hatte, war mir jetzt nicht ganz kursch. Naja, was soll man machen? Also, irgendwie war... Keine Ahnung, das war mir wirklich nicht ganz kursch. Also, das war ganz, ganz komisch irgendwie. So, ich will aber noch die 2 Herzen jetzt am besten raggen. Oder ich gehe einfach drauf, alles klar. So, nee, das sollten wir schaffen, oder? Hoffentlich, komm. Der braucht, glaube ich, nur noch einen Hit. Dann ist er down. Komm, ein Hit. Ja, komm, komm, komm. Ey, der ist doch low. Jawohl, endlich. Puh. Also Leute, sorry, falls es jetzt keiner war oder so. Ich sag jetzt nicht hundertprozentig, dass einer war. Ich hatte nur ganz kurz das Gefühl, also es kann alles sein. Kann möglich sein, kann aber auch nicht möglich sein. Ich fand es halt nur komisch irgendwie, keine Ahnung. Das waren komische Hits, die ich da bekommen habe. Und die haben mich sehr, sehr irritiert. Okay, wir sind jetzt in der 4. Runde und das heißt, wir sind jetzt in der 1. K.O.-Runde. Okay, er will einen Screen, machen wir. So, fertig und jetzt kann der Kampf losgehen. Beats muss gewinnen. Beats muss gewinnen, jawohl. So, wenn wir jetzt noch die 2. Runde gewinnen, das wäre nice. Und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass ich, bevor ich den Screen gemacht habe, irgendwas ansprechen wollte, aber das jetzt vergessen habe. Keine Ahnung, aber egal, wir sind weiter. Ja, Mann. Okay, Leute, wir sind in der nächsten Runde und jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren. Jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren. Okay, so, komm, komm, komm. Ja, 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 oh, nice, das war gut um ihn rumgelaufen. Und den war auch nochmal... Oh, den, was laber ich da schon wieder? Der Hit war gut, oder okay. Komm, jetzt ist er eher in der Sackgasse. Jawohl, jawohl, jawohl. 1-0 für uns. So, das muss jetzt aber so bleiben, Leute. Wir dürfen jetzt nicht unnötig verlieren, weil sonst ist es wieder zu viel Druck. Wenn wir jetzt verlieren, dann verlieren wir auch die 2. Runde, habe ich immer das Gefühl. Das ist bei mir irgendwie immer so. Keine Ahnung warum, aber ich bin gegen sowas nicht immun. Ich bin da nicht gut für. So, komm. Nein, die Runde haben wir verloren. Ja, nein, ja, nein. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, Leute, nächste Runde. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele noch leben. Aber es sind nicht mehr viele. Und jetzt sind natürlich auch viele gute und bessere dabei. Die werden alle immer besser, Leute. Aber wenn ich das gewinnen würde, das war das erste Mal, dass ich First Try in einer 1-1-Aufnahme eine Runde, die mit ein bisschen mehr Spielern ist, gewinne. Also, ich habe jetzt die letzten Male, wo ich das immer gemacht habe mit diesen Kids und so, mit den Vorstellungen, habe ich so lange schon nicht mehr First Try ein Turnier gewonnen, Alter. Und jetzt sieht es richtig, richtig gut aus. Wir sind unter den letzten 6 oder so. LOL! Als ob der nicht hackt! Als ob der nicht hackt. What the fuck? LOL. Ist das dieser Oh, Mann. Oh, Mann. Guckt euch das mal an, Alter. Ja, ist klar, Alter. Ist klar. Alter. Ja, wahrscheinlich. Leute, Bantin, ihr seht seinen Namen. Akeno Remori. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unauffälliger Hacker. Bei ihm muss man erstmal überlegen, ob er wirklich hackt. Das war mir jetzt nicht ganz cool, sagen wir es mal so.
Danke, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Folgt mir auf Twitch. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Haut rein, euer Beats.